Kann ich das Auto mit 100.000 Kilometern noch kaufen? Ja oder nein? Das Auto ist grotten schlecht poliert. Und wir wechseln mal jetzt einmal rüber in Sportmodus. Und dann herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute Sonntag, 16 Uhr. Ich habe was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ein All-Black-Car. Und zwar ist das der Lamborghini Urus. Das Auto ist ein All-Black-Auto. Das Auto ist von 2019. Das Auto ist sehr, sehr gut ausgestattet. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Also alles, was du brauchst, hat dieses Auto. Das Auto hat einen Listenpreis gehabt, also einen Neuwagenpreis gehabt von ca. 275.000 Euro. Das Auto hat innerhalb von 3 Jahren 100.000 Kilometer jetzt auf dem Tacho. Und heute ist die Kernfrage, kann ich das Auto mit 100.000 Kilometern noch kaufen? Ja oder nein? Und zuerst fangen wir an mit einem Außenbodycheck. Wir gehen jetzt erstmal detaillierter in die Geschichte rein und gucken uns die Frontschürze an. Die Frontschürze ist ja sehr gewaltig und man sieht dann auch, dass natürlich unheimlich viel Fläche vorhanden ist für Steinschläge. Okay? Hier fällt mir sofort auf, dass die Frontschürze foliert ist. Und zwar sehr gut foliert ist. Hier an die Ecken erkennt ihr das ein bisschen, weil da müssen sie es ein bisschen rausschneiden, da müssen sie die Spitze rausgucken lassen, weil hier würde sonst die Gefahr entstehen, dass die Folie abgeht und jetzt natürlich auch nach 3 Jahren und 100.000 Kilometer, wenn du das durchziehst, wäre vielleicht die Möglichkeit, dass die Folie weiter runterkommt. Hier seht ihr natürlich trotz Folie ein paar Steinschläge, die durchgegangen sind, womit ich aber leben kann, ehrlich gesagt. Label hier vorne, das was hier weiß poliert ist, das ist nur eine Politurrest, also das Auto ist grotten schlecht poliert. Siehst du diese Wellen? Hier. Das ist eine grottenschlechte Politur. Also derjenige, der sich hier Aufbereiter nennt und dann noch so ein schönes Auto aufbereiten darf, der kann echt, da muss ich sagen, hinsetzen 6. Richtig schlimm. So, dann kommen wir mal hier vorne runter. Unser sozusagen Abstandsregelautomat. Da sehen wir die türkischen Stellen schon. Hier siehst du die 100.000 Kilometer. Hier sind Lackabplatzer. Und das waren mal kleine Steinschläge, die dann sich immer erweitert haben. Und das ist natürlich bitter für so ein Auto, was weit über 200.000 Euro kostet, an die 300.000 Euro Grenze sogar geht. Und dann gucken wir uns hier einmal alles genauer an, ob hier alles okay ist oder ob er irgendwelche Ditsche hat oder sonstiges. Und hier sieht alles gut aus. Und hier unten sehen wir einen Riesenlackabplatzer. Das war auch, hier ist der Steinschlag gewesen. Und dann hat sich das erweitert. Und das ist natürlich bitter. Und wegen so einer Stelle und wegen dieser Stelle hier musst du jetzt die Frontschürze entfolieren, die Frontschürze abbauen und die Frontschürze komplett neu lackieren. Ich mache mal die Motorhaube auf. Da gucken wir uns mal unser 650 PS 4,0 Liter Motor an. So. Und hier haben wir unser 4,0 Liter V8 Motor. Also das Auto sieht soweit erstmal gut aus. Auch hier müssen wir uns das genauer anschauen. Ist da irgendwo was nach Öl aussehen könnte oder sonstiges, wo er ein bisschen Öl rausgespritzt hat oder ob er schwitzt. Aber hier ist gar kein Anzeichen dafür, dass dieses Auto irgendwie irgendwelche Undichtigkeiten hat. Hier können wir immer mal gucken. Der Klassiker Öl ist weiß. Also guck mal, ich gehe mal rüber hier. Es ist richtig heiß. Ihr seht nichts, das heißt, er hat regelmäßig frisches Öl bekommen. Also motortechnisch, optisch sieht es erstmal gut aus. Große Frage ist ja, kann man das Auto trotzdem kaufen oder nicht? So, dann gucken wir uns die Felgen an. Die sehen noch ordentlich aus, die sind okay. So, und jetzt kommt die große Frage, Bremsen. Der Lamborghini Urus hat ja serienmäßig Keramikbremsen, das heißt, wir können gar keine andere Bremsen auswählen. Und hier in dem Fall ist es so, Keramikbremsen kannst du und die Scheiben kannst du nur testen, indem du die abbaust, wiegen lässt, röntgen lässt und dann merkst du, ob die erneuerungsbedürftig sind oder nicht. Klötze können wir uns aber anschauen und die Klötze sehen, naja. Also ich würde mal sagen, die Bremsen sind fällig, definitiv. Und da reden wir schon vom Kostenfaktor 12 bis 16.000 Euro. Die Felgen sehen noch okay aus.
DOT Räder, 43. Woche 18. Das heißt, es sind noch die ersten Räder und die sind auf jeden Fall fällig. Da sind, bist du auch schon mal bei 1200 Euro. Die Kotflügel sind auch foliert. Okay, auch sehr gut foliert hier im Frontbereich. Man sieht gar nichts. Dann haben sie hier die A-Säule auch bis hier foliert. Da sieht man eine Kante. Hier, siehst du das? Ja. Genau, da siehst du eine Kante, auch sehr gut gemacht. Und da kann man sehen, hier ist schon mal ein Zeichen, dass es gut war, dass es foliert ist. Das ist nicht durch, das ist oberhalb der Folierung. Das ist echt Gold wert. Das ist echt Gold wert. Spiegel ist auch foliert, aber leider nicht so schön. Wenn ich wollen würde, könnte ich das jetzt hier ganz einfach abziehen. Seht ihr das? Siehst du das? Yes. Also diese kleinen Details, die großen Flächen haben sie gut foliert, die kleinen Details haben sie sehr, 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 sehr schlecht foliert. So, dann gehen wir weiter. Ein Auto mit 100.000 Kilometer. Ich muss immer wieder dazukommen. Gucken wir uns natürlich sofort an die Einstiegswangen beim Ein- und Aussteigen, gerade im Schwarz. Und daran könnt ihr sehen, wie gut die Qualität bei Lamborghini ist im Ledersegment. Also da ist nichts, da ist gar nichts. Ich sehe jetzt hier nicht an, dass dieses Auto 100.000 Kilometer hat. Auch mein Lenkrad, Armaturenbrett, das A und O, ein Reisepass dieses Fahrzeuges ist sein Scheckheft. Und das schauen wir uns gleich an. Und dann sehen wir uns einmal im Hinten die Sitze an und so weiter. Das ist auch ganz wichtig. Und ich glaube, hier hinten saß gar keiner. Auch hier, ja, das ist also alles echt noch in einem sehr, sehr guten Zustand. Mittelkonsole, auch alles hier, die Isofix wurde nicht einmal genutzt. Gar nichts, das siehst du sofort. Jetzt haben wir mal was Tolles. Die Frage kam von Baravan Youssef. Passt du im Kofferraum rein? Alter, was ist das für eine Frage? So, jetzt machen wir das mal anders. Felix, wie groß bist du? 1,84. Gib mir deine Kamera. Geh mal hinten rein. So, Youssef. Jetzt wird deine Frage beantwortet. Sorry, dass ich so ein bisschen wackel. Ich bin kein Kameramann. Und jetzt machen wir mal hier schön den hier. Guck mal, wie geil. Wozu brauchen wir Kamera, Leute? So, ciao. Und Jack ist er. Also mit 1,84 passt er rein. Für mich wie in so einem Mafia-Film. Ja. Aber das ist doch gut, Mann. 10 von 10. 10 von 10. Ich hoffe, dass ich deine Frage damit beantworten konnte. So, jetzt geht's weiter. Von M. Montres W. Hat nach so vielen Kilometern zufällig das Emblem einen Steinschlag? Und falls ja, was kostet eigentlich ein neues? Kommt mit. Es ist zwar weiß, aber das ist Politur. Der hat minimale Steinschläge, das ist unvermeidbar. Aber ich finde, das gehört zu so einem Stier dazu, weil der kann viel mehr ab. Der kann viel mehr ab. Mit ein bisschen Liebe kriegt man auch die Politurreste weg und dann brauchst du es nicht erneuern. Aber so ein Emblem liegt ungefähr bei 500 bis 800 Euro, um deine Frage zu beantworten. So, und dann kommt eine sehr, sehr interessante Frage von Bachdiener. Ist das Auto das Geld wert? Man könnte ja auch ein RS Q8 für deutlich günstiger kaufen. Eine richtig geile Frage und da habe ich ein bisschen recherchiert. Wir kriegen gerade ein RS Q8 top ausgestattet mit ungefähr 60.000, 70.000 Kilometer für ca. 100.000 Euro weniger. Aber bei allem Respekt, Audi, es ist ja ein Konzern, das hier ca. 80% Audi RS Q8 untersteckt. Das weiß jeder von uns. Okay? Aber wir haben hier 50 PS mehr, wir haben hier eine komplett andere Aerodynamik, wir haben ganz anderen Sound, da kommen wir nämlich final zu, bevor ich mein Fazit abgebe. Der eine sagt, nein, die 100.000 Euro, darauf verzichte ich. Das ist nur noch die 100.000 Euro Prestige, die ich mir kaufe. Aber ob es mehr wert ist, das ist Geschmackssache, das müsst ihr selber entscheiden. Das ist eine super Frage auch an die Community. Was würdet ihr eher kaufen? Den RS Q8 für 100.000 Euro weniger? Oder den Urus. Man darf hier auch natürlich die Folgekosten nicht vergessen. Versicherungstechnisch ist der Urus teurer. Servicetechnisch ist der Urus teurer. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Eine Frage haben wir noch. Patrick K. Musik. Wie hoch sind die Wartungskosten bis 100.000 Kilometer? Wir nehmen jetzt einen Durchschnitt. Also ein Service kostet 1.000 bis 3.000 Euro. Und wir gehen mal jetzt nur von 1.500 Euro aus. Okay? Und der hat gehabt 5 Service und 6. Service ist jetzt fällig. 6 mal 1.500 sind 9.000 Euro, die er bisher an Servicekosten hatte. Durchschnittlich, das ist bestimmt mehr gewesen. Aber wir gehen jetzt davon Durchschnitt aus, 9.000 Euro. Und jetzt lasse ich es einfach mal wieder raus. Dafür kriegt ihr einen Dacia.
Neuwagen. So, meine Lieben, jetzt machen wir mal eine Autobahnfahrt. Was teste ich jetzt auf der Autobahn? A, gucke ich mir erstmal an, Windgeräusche. Und wir fahren hier ein Auto, was ziemlich schnell ist. Aber der zieht auch noch gut. Alter Schwede, und ich bin nur im D-Modus. Das ist echt Wahnsinn. Also in Strada-Modus. Und wir wechseln mal jetzt einmal rüber in Sportmodus. Und dann, da hörst du schon, dass das Auto ganz, ganz anders fährt. Das ist echt krass. Das ist echt Wahnsinn. Und jetzt, also Windgeräusche. Wir fahren jetzt ungefähr 115. Hier dürfen wir nur 120 fahren. Das ist okay. Sound. Es ist so ein mega Sound und es ist absolut ruhig. Also ich habe gar keine Windgeräusche, gar nichts. Und das bei 100.000 Kilometer. Der eine oder andere wird sagen, ja natürlich, wenn du ein Auto für 275.000 Euro kaufst und der hat 100.000 Kilometer, das erwarte ich einfach. Und da sage ich, falsch, das stimmt nicht. Kauft euch mal manch anderen italienisches Auto mit 100.000 Kilometer. Und da werdet ihr sehen, wo die Probleme sind. Windgeräusche, Elektrikprobleme, so viele Probleme, die ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Ein Urus muss ein Glasdach haben, sonst ist er fast unverkäuflich. Ein Urus muss eigentlich die 23 Zoll Felgen haben, sonst ist er auch schwer zu verkaufen. Also es sind all solche Punkte, worauf man achten muss, wenn man dieses Auto konfiguriert, um es später wieder gut zu verkaufen. Es gibt nur ein Auto, was mithalten kann, was 3 Jahre alt sein kann, was 100.000 Kilometer sein kann, und wo du vielleicht sogar noch einen Einkaufspreis wiederbekommst, das heißt, deinen Listenpreis wiederkommst. Welches Auto das ist, habt ihr jetzt die Gelegenheit, eine Minute in die Kommentare mal reinzutippen, reinzudonnern, was ihr denkt. Gleich sage ich euch das. Jetzt fahren wir das Auto mal ganz easy durch die Stadt. Also Autobahn war alles okay, die Windgeräusche, alles perfekt. So, jetzt testen wir mal alles mal ein bisschen aus. Wir haben einmal unser Glasschiebedach-Rolo, unser Panoramadach-Rolo. Auch das befindet sich noch in einem einwandfreien Zustand. Keine Risse oder sonstiges, gar nichts. Und es funktioniert einwandfrei. Ich habe ja eben eine Frage gestellt, welches Auto noch mithalten kann, was 3 Jahre alt sein kann und weit über 100.000 Kilometer haben kann und trotzdem seinen Einkaufspreis wiederbekommt. Das ist die G-Klasse. Aktuelle G-Klasse. Das einzige Auto, was mithalten kann. Im Heckbereich kann ja extrem viel passieren. Was kann alles im Heckbereich passieren? Ich bin irgendwo in eine Tiefgarage, mache meine elektrische Klappe auf und zack, es knallt irgendwo gegen. So, dann checke ich das hier ab, komplett hier, meine ganzen Ecken und Kanten. Hier sehen wir schon einen Schaden, aber kräftig. Ein Steinschacht von hinten, schwierig, schwierig. Hier muss er irgendwo reingeditscht worden sein. Und dann gucken wir uns den Heckspoiler an. Die Hecklippe und da war der auch schon mal irgendwo ran. So, was ich hier auch sehr schön finde, ist, dass die Zierleisten hier auch in schwarz gehalten sind. Das heißt, wir haben hier ein All-Black-Car. Das finde ich mega cool. Und jetzt gucken wir mal auf der Seite. Auch hier die Türen und so weiter. Ist auch hier alles noch gut im Schuss. Alles gut. Frontbereich. Auch hier die Ecken und Kanten. Auch alles perfekt. So, und dann hier siehst du, ich glaube, ein Beifahrer ist hier nie drin gewesen, weil der Beifahrersitz sieht aus wie neu. Wie neu. Und jetzt ist das A und O, die Historie des Fahrzeuges. Da gucken wir uns erstmal an, die erste Seite, Datum 23.01.2019. Das heißt, Garantiestart war auch der 23.01.2019. Es gab viele Autos, jetzt bei den Urus nicht, weil das ja ein sehr gefragtes Auto immer noch ist, aber bei manch anderen Marken, wo die dann einfach einen Garantiestart schon im Januar gestartet haben, aber das Auto wurde erst im Dezember zugelassen, dann hatte er schon ungefähr 10 Monate oder 11 Monate Garantie. Deswegen ist das hier sehr wichtig und das muss man immer vergleichen mit Tag der Erstzulassung. Und hier kommt das hin, das heißt, das Auto hat auch am Tag der Erstzulassung Garantiestart bekommen. Dann geht's weiter. Erster Service ist am 12.08.2019, das heißt circa 7 Monate, nachdem das Auto zugelassen worden ist, hat er schon 15.000 Kilometer gehabt. Und Lamborghini gibt vor, einmal im Jahr oder nach 15.000 Kilometer muss das Auto gewartet werden. 19 haben wir hier, 2020 haben wir hier mit 32.000 Kilometer. Der hat 21 drei Service bekommen. 21, 21, 21. Dann hat er bei 81.170.000 Kilometer, das heißt, jetzt ist nochmal Service fällig. Was sagt ihr denn dazu? Würdet ihr das Auto kaufen, ja oder nein? Das ist eine ganz große Frage. Ich würde das Auto nur kaufen, weil dieses Auto was hat,
was ganz, ganz besonders ist und was ca. 8.000 Euro gekostet hat. Und zwar hat der Vorbesitzer auf dieses Auto im Januar noch mal 2 Jahre Garantie bei Lamborghini abgeschlossen. Das heißt, das Auto hat noch ca. 1,5 Jahre Garantie bei Lamborghini. Dann würde ich sagen, okay, kauf das Auto, fahr das Auto noch ein Jahr, aber verkauf das Auto auf jeden Fall wieder, wenn es im Garantie ist. Weil, wenn dieses Auto raus ist aus dem Garantie und schon 120.000, 130.000 Kilometer hat, könnte es teuer werden, wenn was kommt. Also ich bin hier sehr, sehr penibel. Ich gucke mir das Auto so genau an, weil das Auto hat vor 3 Jahren als Neuwagen ca. 275.000 Euro gekostet. Und dieses Auto jetzt, 3 Jahre später mit 100.000 Kilometer weiter, wurde für 250.000 Euro verkauft. Das heißt, er hat nur einen Wertverlust gehabt von 25.000 Euro circa. Und es ist immer noch 250.000 Euro. Und deswegen muss man sich das Auto so anschauen, als ob man einen Neuwagen vom Werk abholt. Definitiv. So, machen wir noch einen Soundcheck. Nicht schlecht, oder? Kann man machen. Also Soundcheck ist schon mal gut. So, jetzt kommen wir zum Fazit. Kann man einen Lamborghini Urus mit 100.000 Kilometer kaufen, ja oder nein? Wenn die Parameter so sind wie bei diesem Fahrzeug, würde ich sagen ja. Trotzdem bin ich kein Fan davon. Es kommt auch immer darauf an, was ihr vorhabt. Ist das euer Dritt- oder Viertfahrzeug und wollt das nur zur Seite stellen und wollt mal nur einen Urus fahren, was für einen Urus sehr untypisch ist. Aber trotzdem, dann sagt, ich fahre eh nur noch 2.000, 3.000, 4.000 Kilometer pro Jahr und hier sind alle Service gemacht. Einen Service lasse ich mir noch machen und ich habe hier noch 1,5 Jahre Vollgarantie. Ja, aber wenn sich das Auto einer kauft, der nochmal weitere 30.000, 40.000, 50.000 Kilometer fahren möchte und das über die nächsten 5, 6 Jahre, dann würde ich sagen nein, weil der Preisunterschied gerade gar nicht so hoch ist. Du kriegst gerade für 2,80, 2,90 kriegst du gerade ein Auto für mit so ungefähr 30.000 Kilometer oder 20.000 Kilometer. Da würde ich für 2,50 niemals einen mit 100.000 Kilometer kaufen. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Abonniert einfach meinen Kanal, lasst eine Glocke da. Bis nächste Woche Sonntag. Ciao.